Für Könner und Genießer. Für Ausgleich und Austausch. Für Macher und Planer. Für Prüfer und Netzwerker. Für Handel und Wandel. Für euch. Von Profis für Profis. Mapei Academy. Ja, meine Damen und Herren, wir dürfen Sie recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Seminar im Rahmen der Mapei Academy. Wir haben unser heutiges Thema bei uns vorgenommen, Estriche als Verlegeuntergründe für Keramik- und Naturwerksteinbelege. Mein Name ist Burkhard Prechel und unterstützen wird mich der Detlef Krüger. Ja, auch einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Ich werde mich heute ein bisschen im Hintergrund halten, werde versuchen, Ihre Fragen zu beantworten, die gegebenenfalls auftauchen. Und je nachdem, ob es was Interessantes gibt, werde ich mich zwischendurch und am Ende nochmal einblenden. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen, Burkhard, du kannst loslegen. Ich werde mich jetzt ausblenden. Ja, danke, Detlef. Ja, meine Damen und Herren, das heutige Thema, wie gesagt, Estriche als Verlegeuntergründe, was wir uns vorgenommen haben. Ja, was haben wir für Sie vorbereitet? Wir möchten einiges Ihnen dazu nahebringen, welche Estricharten haben wir in Abhängigkeit der verwendeten Bindemittel und der Ausführung des jeweiligen Estrichs. Wir haben als nächstes die Prüfpflichten des Fliesen- und Natursteinlegers. Was hat er hiermit an Untergrundprüfung vorzunehmen? Wir möchten einige Hinweise zu speziellen Untergrundvorbereitungen geben. Ja, und nicht zuletzt möchte ich mal auf das Thema Fugen eingehen, um Ihnen die Möglichkeiten zu geben, wie kann ich vorhandene Fugen im Estrich überprüfen? Sind sie an der richtigen Stelle? Was habe ich bei der Fugenplanung zu beachten? Ja, ich werde mich hier mal mit der Kamera am besten ausklinken und konzentriere mich auf den Vortrag als solches. Estriche, wenn wir Estriche jetzt beurteilen müssen, haben wir natürlich als erstes mal die Normen und Regelwerke, die wir zu berücksichtigen haben. Auch dafür gibt es natürlich entsprechende DIN- und EN-Normen. Wir sehen hier als erstes die DIN 13318, in der also sämtliche Begriffe, die für Estrichmörtel und Estriche als solches in der Ausführung verwendet werden, definiert sind. Braucht uns als Ausführender weniger interessieren. Hier geht es also rein um die Begrifflichkeiten. Wir haben als nächstes die Norm für die Eigenschaften und Anforderungen der Estrichmassen. Das ist die DIN EN 13813. Hier sind also speziell die Eigenschaften definiert und Sie werden also in der einen oder anderen Ausschreibung auch finden, Estrichmörtel CT, C35, F4 oder F5 meinetwegen nach DIN EN 13813. Das ist also dann die reine Begrifflichkeit für den Estrich, wo die Eigenschaften beschrieben werden. Und wir haben in Deutschland noch eine nationale Norm für die Estriche, das ist die DIN 18560. Estriche im Bauwesen. Hier geht es also um die Ausführung der Estriche. Hier sind die Anforderungen an die Estriche in der Bemessung und die Anforderungen in der Ausführung definiert, die wir zu beachten haben. Und das ist also die entscheidende für uns bei der Ausführung und bei der Beurteilung der Estriche natürlich auch. Ja, und für die Ausführung und auch für die Verlegung von Belegen auf den Estrichen haben wir dann noch Verbandsmerkblätter, die über diese Norm hinweggehen und hier also oder drüber stehen noch und hier also spezielle Anforderungen an das für das jeweilige Werk, an die Untergründe und an die Ausführung definieren. Das sind also die ZDB-Merkblätter des Fachverbandes Fliese. Wir haben die Merkblätter des Bundesverbandes Estrich und Belag, wo also hier auch Hinweise gegeben werden und nicht zuletzt zu Estrichen auch Merkblätter des Informationszentrums Zement und Beton, die hier also mitgegeben werden. Wenn wir uns über Estrich-Bindemittel unterscheiden, haben wir da also die unterschiedlichen Bindemittel und danach ist also dann später auch der Estrich bezeichnet. Wir kennen es, das ist der Zementestrich, den wir früher mal als ZE bezeichnet haben. Heute ist das alles ins Englische übersetzt, das Ganze. Hier haben wir also den CT für Zementisch
Cementitious Excrete. Wir haben den Calciumsulfat-Estrich mit CA abgekürzt, den Magnesia-Estrich, weniger noch in der Anwendung, nur noch in der Altbausanierung. Aber es ist ein Estrich, der durchaus auch neu noch eingebaut werden kann und hier seine Vorzüge hat, mit MA abgekürzt. Wir haben den Gussasphalt-Estrich mit AS, Kürze. Wir haben den Kunstharz-Estrich, hier also Bindemittel auf Basis von Epoxidharzen oder Polyurethanharzen, die zum Einsatz kommen vorwiegend. Ja, wir haben dann spezielle Formen, den CAF als Calciumsulfat-Fließestrich, der auch genormt ist. Und was neu im Kommen ist, aber noch nicht Bestandteil der Norm ist, das ist der Zementfließestrich, der später mal die Abkürzung CTF sicherlich bekommen wird. Aber das ist bisher noch nicht in der Norm enthalten. Ja, wenn wir uns über Estriche unterhalten, dann es ist so, dass wir uns auch darüber im Klaren sein müssen, wie wird dieser Estrich belastet. Und nach der Belastung ist also später dann durchaus auch die geeignete Estrichausführung hiermit auszuwählen. Wenn wir über Belastung im Hochbau sprechen, dann ist da also die DIN EN 1991-1-1 zu berücksichtigen. Die unterscheidet zum einen in die Flächenlasten, wie wir sie hier sehen, wo ich also eine flächig eindrückende Last habe, die über eine große Lastverteilungsfläche auf unsere Estrich- und Belagskonstruktion einwirkt. Und wir haben die Punktlasten. Und diese Punktlast kann also in unterschiedlichen Laststellungen jetzt hier auch mit vorhanden sein. Und diese Laststellungen sind also auch entscheidend. Wirkt diese Punktlast in der Flächenmitte ein, wirkt sie am Rand ein oder gegebenenfalls auch direkt auf der Ecke. In der Norm sind jetzt für den Tragwerksplaner entsprechende Lastvorgaben gegeben, je nach Einsatzbereich und Nutzung des Gebäudes als solches. Hier ist also jeweils für die Nutzung eine Flächenlast und eine dazugehörige Einzellast mit gekennzeichnet. Und entscheidend ist aber, dass wir bei den meisten Estrichen oder generell bei Estrichen in der Bemessung immer von der Einzellast ausgehen müssen. Und hier also die Problematik, dass diese Einzellast, die hier angenommen wird für das Tragwerk als solches, also für die Stahlbetonkonstruktion, für die Deckenkonstruktion, nicht unbedingt für einen Estrich auch so relevant sind. Das ist, sollte man also immer im Hinterkopf behalten. Nichtsdestotrotz orientiert man sich also bei den grundlegenden Estrichen für die allgemeine Anwendung an diesen Angaben, die wir hier also in der Lastannahmenorm zu haben. Wenn wir die Estriche jetzt einbauen, müssen wir natürlich unterscheiden, wie werden sie als was für eine Estrichkonstruktion eingebaut. Wir haben als erstes auf der linken Seite den Verbundestrich. Der Verbundestrich als solches zeichnet sich dadurch aus, dass er also im Verbund zum Untergrund eingebaut wird. Das heißt, auf meinen tragenden Untergrund, in der Regel die Stahlbetonbodenplatte oder die Deckenplatte, wird nach einer Untergrundvorbereitung eine Haftschlemme aufgebracht und frisch in diese Haftschlemme der Estrichmörtel eingebaut. Vorteil: sämtliche Lasten, die einwirken, die werden also direkt über den Estrich in den tragenden Untergrund abgeleitet. Und ich habe hier also wirklich eine sehr tragfähige Konstruktion, die also in der Lage ist, fast alle Lasten aufzunehmen. Hier ist also nur entscheidend, wie wird jetzt diese Last an der Estrichoberfläche eingebracht durch Rollen oder Stahlrollen. Oder wie groß ist die Lasteintragungsfläche, wo ich gegebenenfalls Zerstörungen bekommen könnte. Aber rein dieser Estrich wird also nur auf Druck- und Lastweiterleitung beansprucht. Dann haben wir als nächstes den Estrich auf Trennschicht. Der Estrich auf Trennschicht, wir legen auf unseren ebenen tragenden Untergrund eine Trennfolie oder eine Trennschicht auf. Das sind in der Regel PE-Folien, die hier aufgebracht werden. Es sollten also in der Regel zwei Folienlagen sein, damit eine am Untergrund sich verhaken kann. Eine klebt an der Estrichunterseite fest und dann wird der Estrichmörtel hier eingebaut. Der Estrich kann, wenn Längenänderungen auftreten, durch Schwinden, Temperatureinwirkung und so weiter, auf diesen beiden Folien schieben. Er kann also frei gleiten und somit also sich zwängungsfrei bewegen. Dieser Estrich wird, wenn hier Lasten eingetragen werden, also hier dargestellt auch in Punktlasten wieder,
geringfügig auf Biegung beansprucht. Der drückt sich natürlich ein bisschen in den Untergrund ein und die Ränder können leicht angehoben werden dabei. Aber diese Biegung ist relativ gering. Trotzdem erfolgt also hier bei einer Bemessung dieses Estrichs das Ganze auch auf Biegung. Wenn die Last zu groß wird, dann kann es also hier auch passieren, dass wir eine Rissbildung bekommen. Ja, und wir haben als nächstes den Estrich auf Dämmschicht. Wir haben eine weiche Zwischenlage, Dämmstoff, der hier verwendet wird, Wärmedämmung, Trittschalldämmungen, die zum Einsatz kommen in unterschiedlichen Ausführungen, ob als Styropor, Styrodur oder Mineralfaserplatten, Mineralwolle, die hier zum Einsatz kommen. Das ist also alles möglich. Generell, wir haben eine weiche Schicht dazwischen, die bei einer Beanspruchung des Estrichs ja auch mit zusammengedrückt wird und jetzt biegt sich dieser Estrich stärker durch und wird natürlich wesentlich stärker auf Biegung beansprucht. Und das muss man also bei der Bemessung des Estrichs hier auch entsprechend berücksichtigen. Es ist so, dass wir in der 18560 für die jeweilige Ausführung Tabellen enthalten haben, im Teil 2 für Estriche auf Dämmschicht und im Teil 4 für Estriche auf Trennschicht. Wir sehen hier auf der linken Seite die Tabelle zusammen oder Tabellen zusammengefasst für Estrich auf Trennschicht. Das sind insgesamt vier Tabellen, die hier in der Norm abgedruckt sind für die unterschiedlichen Lasten, wie wir es hier sehen, notrechte Nutzlasten bis 2 kN pro Quadratmeter. Wir haben dann lotrechte Nutzlasten 2 kN mit einer dazugehörigen Flächenlast von 2 kN Punktlast mit dazugehörigen Flächenlast von 3 kN. Und so geht das weiter, also immer 1 kN pro Quadratmeter mehr an Flächenlast und jeweils 1 kN als Punktlast dazu. Das geht also bis zu einer Belastung von 5 kN pro Quadratmeter und 4 kN Einzellast nicht erwirken. Dasselbe haben wir im Teil 4 für Estriche auf Trennschichten ebenfalls mit enthalten. Und wir sehen also bei beiden Tabellen, dass wir jeweils dazu in Abhängigkeit der Ausführung des Estrichs, des Estrichbindemittels, hier also unterschiedliche Angaben haben. Wir haben enthalten, welche Biegezugfestigkeit hat dieser Estrich. Und hier fällt also schon mal mit auf, dass hier nicht entscheidend ist, welche Druckfestigkeit der Estrich hat, sondern diese F-Werte stehen für die Biegezugfestigkeit, weil diese Estriche eben auf Biegung beansprucht werden. Und das ist also der entscheidende Punkt. Wir haben zu berücksichtigen, dass diese Tabellen als Bemessungshilfen bis maximal 5 kN für ruhende Lasten, 5 kN Flächenlast und 4 kN Einzellast hiermit anzusetzen sind. Alles andere, was dynamische Lasten durch rollende Bewegungen und so weiter, rollende Lasten hiermit eingeleitet werden. Diese Lasten müssen über entsprechende Lasterhöhungsfaktoren, dynamische Schwingbeiwerte hiermit berücksichtigt werden. Und wenn wir höhere Lasten haben, als wir hier in dieser Tabelle angegeben haben, dann muss man also diesen Estrich entsprechend statisch bemessen. Wenn wir nochmal in die Tabelle für Nutzlasten bis 2 kN pro Quadratmeter hier reingehen, um mal auf die einzelnen Estrichdicken genauer einzugehen, dann sehen wir, dass wir für die Zementestriche ganz unten für Biegezugfestigkeiten F4 und F5 entsprechende Dicken angegeben haben, die Estrichnenndicke angeben, in der der Estrich auszuführen ist. Dasselbe haben wir auch für die Calciumsulfat-Estriche und die anderen Estriche. Und hier fällt auf, dass wir bei den Calciumsulfat-Fließestrichen zum Beispiel geringere Estrichdicken bei gleicher Festigkeit haben wie beim Zementestrich zum Beispiel mit der Biegezugfestigkeitsklasse F4 für einen Zementestrich eine Mindestdicke von 45 mm, für einen Calciumsulfat-Fließestrich 35 mm. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass der Fließestrich auch beim Einbringen sich selbst intensiv verdichtet und damit also höhere Festigkeiten erreicht werden als bei einem Mörtel, der in einer relativ steifen Konsistenz, erdfeuchten Konsistenz eingebaut wird, der nicht so verdichtungswillig ist. Und das merkt man dann auch daran, dass also
die Festigkeitswerte, die diese Estriche erreichen, beim Fließestrich wesentlich höher sind als bei einem Estrich, der in der Mörteltechnologie hier steif plastisch hergestellt und eingebracht wird, der nicht so verdichtungswillig ist. Und deswegen können also solche Fließestriche in geringeren Schichtdicken eingebaut werden. Und somit, dass sie hier also höhere Festigkeiten haben. Generell ist es so, dass wir Mindestdicken des Estrichs unter Stein- und Keramikbelägen haben. Für diese Mörtel-Estriche nenne ich sie mal, also Zementestrich, konventionell hergestellte Calciumsulfat-Estriche, die auch in der erdfeuchten Konsistenz eingebaut werden, haben wir eine Mindestestrichdicke von 45 mm. Bei den Calciumsulfat-Fließestrichen, aufgrund der höheren Festigkeiten, die wir erreichen, können wir auch mit einer geringeren Estrichdicke arbeiten. Da ist also die Mindestdicke unter Stein- und Keramikbelägen mit 40 mm einzuhalten. Und das gilt also auch für unsere Heizestriche. Ich habe hier daneben nochmal die einzelnen Bilder mit eingebracht für die jeweiligen Bauarten eines Heizestrichs. Wir haben also Bauart A. Die Heizleitung liegt direkt auf der Abdeckung, auf der Dämmung und der Estrichmörtel wird darüber eingebaut. Wir haben die Bauart B, da haben wir die Heizleitung in der Dämmung liegen und der Estrich wird darüber auf einer Trennschicht meistens mit eingebaut, beziehungsweise wir haben also hier entsprechende Systemplatten. Und die Bauart C, da habe ich eins, da habe ich also auf meiner Dämmschicht einen Ausgleichsestrich, in dem die Heizleitungen eingebaut sind. Und dieser Ausgleichsestrich wird, nachdem er erhärtet ist, mit einer Trennschicht, PE-Folie zweilagig, in der Regel abgedeckt und darauf dann der Estrich eingebaut. Für die Estrichdicken ist jetzt entscheidend, dass wir also bei der Bauart A zu dieser Estrichdicke von hier jetzt für diesen Lastfall 40 bzw. 45 mm jeweils den Rohrdurchmesser dazu rechnen müssen, um also die Gesamtestrichdicke hier entsprechend zu haben. Heißt also, wenn ich einen 19-20 mm Rohrdurchmesser habe, ist bei der Bauart A der Estrich in der Mindestdicke von 65 mm auszuführen. Bei der Bauart B ist es so, dass die Dicke also über der Abdeckung zu rechnen ist, also hier jetzt wieder 40 bzw. 45 mm. Und bei der Bauart C ist die Estrichdicke hier also auch bei dem Estrich über der Trennschicht entsprechend mit auszuführen. Das sollte man also hiermit wissen. In der Regel die meistverwendete Bauart ist also die Bauart A und da haben wir also zu der Nennestrichdicke, die erforderlich ist, den Rohrdurchmesser hier nochmal mit dazu zu addieren. Ja, wenn wir uns jetzt die Lasteinwirkungen anschauen, wir haben von planmäßigen Lasten gehört und ich habe hier mal ganz bewusst so eine Bildergalerie zusammengestellt, planmäßig oder unplanmäßig, mit welchen Lasten ist gerechnet worden. Und da haben wir auf der linken Seite hier ganz als erstes mal unsere Gabelhubwagen, die in fast jedem gewerblich genutzten Gebäude auch mit unterwegs sind, weil ganz einfach schwere Lasten hier transportiert werden. Und die höchste Belastung, die wir nach der Estrich-Norm ja hier hatten, waren 5 kN pro Quadratmeter Flächenlast und 4 kN Punktlast. Wenn Sie sich hier die Radlasten, die mal eingezeichnet sind, die aus der Nutzung des Hubwagens wirken können, sind also wesentlich höher. Dafür ist der Hubwagen geeignet. Und wenn man das so manchmal sieht, was in den Gebäuden transportiert wird, das wird also überschritten. Diese maximale Punktlast von 4 kN, für die der Estrich gegebenenfalls nur bemessen war. Das ist also, hier ist der Planer gefordert, entsprechend mit dem Bauherrn gemeinsam die spätere Nutzung auch mit festzulegen, um den Estrich hier also in einer entsprechenden Dicke auch zu bemessen. Im Baustellenbetrieb sieht das Ganze dann noch viel schlimmer aus. Wenn wir uns das hier anschauen, dann sehen wir haben Hubbühnen da, wir haben Paletten mit Naturwerksteinplatten, die hier eine Masse bringen von 2,5 Tonnen in dem Zustand, wie wir es hier haben. Wir haben in der Bauphase häufig auch die Situation, dass noch nachträglich Gerüste aufgestellt werden. Hier mal so ein Raumgerüst in einer Synagoge, also eine sehr hohe Gerüsthöhe und dementsprechend Gewichte. Und wenn man dann auf den Estrich schaut, dann ist es so, dass hier noch nicht mal eine Lastverteilungsbohle untergelegt wurde und hier hat sich also im Estrich dann auch schon ein Riss gebildet. Ja, und in der Nutzung sieht es dann natürlich auch noch anders aus. Wir haben es häufig so, dass für die Reinigung von hohen
Glasfassaden und so weiter, Hubgeräte eingebaut werden, Hubsteiger verwendet werden, mit denen man also in die entsprechende Höhe kommt. Und die stehen auch auf dem Estrich und bringen hier Punktbelastungen zustande, die also häufig auch die Belastbarkeit des Estrichs überschreiten können. Und das sind also durchaus auch Ursachen für nachträglich auftretende Risse in der Belagskonstruktion, sowohl aus der Bauphase als auch aus der Nutzung, die nicht immer verlegetechnische Ursachen haben. Das muss man also auch dazu sagen. Häufig haben wir die Problematik, dass in der Bauphase der Estrich bereits überlastet wird. Das trifft also für alle Estricharten zu. Wenn wir jetzt aber nochmal weitergehen, die wichtigsten Estriche, die wir haben, das sind die Zementestriche und die Calciumsulfatestriche, auf die gehe ich dann im Anschluss gleich nochmal gesondert ein. Wir haben aber hier und da auch noch den Gussasphaltestrich, der sehr häufig deshalb von Planern ausgewählt wird, weil er ganz einfach eine schnelle Belegreife hat. Der Gussasphaltestrich wird weichplastisch heiß eingebracht mit Temperaturen von ungefähr 280 Grad. Und sobald der abgekühlt ist, ist der belegreif, dann ist der fertig. Das ist also der Vorteil, sehr schnelle Belegreife. Und deshalb wird er also hier und da auch noch sehr gern eingesetzt. Er hat die Eigenschaft, dass er eine gute schalldämmende Wirkung zusätzlich hat. Aber Gussasphaltestriche sind thermoplastisch, haben thermoplastische Eigenschaften. Das heißt also, wenn sie warm werden, werden sie weich. Und bei starken Belastungen treten auch, also Punktlasten speziell, treten also auch starke Verformungen auf. Der Estrich gibt dem Ganzen hier also nach. Also das ist ein Punkt, warum diese Gussasphaltestriche auch so in den Dicken, wie sie in der Norm angegeben sind, nicht ganz unproblematisch sind. Gussasphaltestriche haben einen sehr hohen Temperaturausdehnungskoeffizienten. Der liegt beim Sechsfachen gegenüber der Keramik. Und das ist also so ein Punkt, den wir berücksichtigen müssen, wenn wir direkt drauf verlegen und vielleicht noch beheizte Konstruktion haben, weil Gussasphaltestriche können auch als Heizestrich hergestellt werden. Oder wenn wir diese Gussasphaltestriche vor großen Fensterfronten zur Südseite ausgerichtet haben, wo also durch die Sonneneinstrahlung auch hohe Temperaturen erreicht werden, sechsfach stärker dehnt sich der Estrich aus als unsere Keramik. Und das muss man also hier dann auch mit berücksichtigen in Form der Fugenplanung. Gegebenenfalls macht es hier und da also auch Sinn, von vornherein eine Entkopplung zur Reduzierung der Zwängungsspannung in der Verbundebene einzubauen. Beim Einbau ist es wichtig, dass der Gussasphaltestrich vom Estrichleger von vornherein gleich abgesandet wird. Er wird also im heißen Zustand Sand auf die Oberfläche geworfen und dieser eingerieben hat die Funktion, dass Bindemittelüberschüsse, die an der Oberfläche vorhanden sind, gleich mit gebunden werden sollen, um also hier jetzt nicht die Bitumenanteile auf der Oberfläche zu haben. Dieser Sand muss natürlich fest eingebunden werden. Wenn das zu spät erfolgt, dann liegt der lose oben drauf. Da müssen wir also darauf achten, das ist zu kontrollieren. Wir brauchen fest eingebundenen Sand auf der Oberfläche. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich meine Oberfläche im Nachhinein mit einer Reaktionsharzgrundierung grundieren. Wenn ich eine sauber abgesandete, fest eingebundenen Sand in der Oberfläche habe, dann muss nicht unbedingt grundiert werden. Dann kann ich da also durchaus auch direkt drauf arbeiten. Ja, und ein wichtiger Punkt auch zusätzlich noch, Gussasphaltestriche sind empfindlich bei einwirkenden Schwindspannungen aus nachfolgenden Schichten. Und dafür habe ich mal noch so ein paar einzelne Bilder mitgebracht. Hier mal Versuche vom IBF im Auftrag des BEB, wo also die Belastung von Gussasphaltestrichen mal getestet wurde. Hier ist mal in der Fläche eine Punktlast eingeleitet worden von 1 kN. Über eine kleine Aufstandsfläche von 50 mal 50 mm. Und wir sehen, dass durch die Lasteinwirkung dieser Estrich sich durchgebogen hat und hier jetzt also der Messkeil da unten drunter durchgeschoben werden kann. Im Bereich von Ecken, das sind die Bereiche, die bei allen Estrichen am stärksten beansprucht wird, kann also so eine Auflast, die hier aufgebracht wurde, ebenfalls 1 kN, das ist im Prinzip
nichts. 1 Kilonewton sind 100 Kilo. Und wenn ich also ein schweres Bücherregal in der Ecke stehen habe, dann wirkt das also hier durchaus auf meinen Estrich ein. Dann sind also diese Ecken abgebrochen bei der Norm Ausführungsdicke, die also nach Norm angegeben ist. Ja, und wir haben hier nochmal Flächen, die sind mit normalen, oder Gussasphaltflächen, die mit einer mineralischen Beschichtung überarbeitet wurden. Und wir sehen, wir haben also hier auch ganz wunderbare Rissbreiten von 4-5 Millimetern. Wenn man sich das Ganze nachher mal im Schnitt anschaut, dann sehen wir, dass durch das Schwinden der Ausgleichsmasse bzw. hier der mineralischen Beschichtung es den Estrich regelrecht auseinandergezogen hat. Und hier ist es jetzt entscheidend, wie ist der zusammengesetzt, wie viel Bitumenanteil hat er, wie spröde ist dieser Estrich. Dann kann es also passieren, dass es den Estrich komplett zerreißt. Hier gab es nur so einen Kerbriss, der aufgetreten ist. Im Ergebnis dieser Untersuchung der Eigenschaften gibt es da also ein paar Hinweise. Im BEB-Hinweisblatt 8.7 wird also angegeben, dass für die normale Wohnraumnutzung der Estrich abweichend von den Vorgaben in der 18.560 Teil 2, wo also eine Dicke von 35 mm vorgegeben ist, hier und eine Zusammendrückbarkeit der Dämmung von 5 mm zulässig ist, hier jetzt angegeben wird, dass man also die Zusammendrückbarkeit reduziert auf maximal 3 mm und der Estrich in der Mindestdicke von 40 mm ausgeführt werden sollte. Ist leider bei nicht allen Planern vorhanden. Hier sollte man also hier oder bewusst das Ganze. Hier sollte man also gegebenenfalls nochmal mit nachfragen, um da also sicher zu sein, ob diese Dicken eingehalten wurden. Ja, und bei Ausgleichsmassen ist es so, dass bei zementgebundenen Produkten, die einen stärkeren Schwund haben, die Dicke auf 5 mm begrenzt sein sollte. Und bei calciumsulfatgebundenen Ausgleichsmassen, die volumenneutral aushärten und austrocknen, da ist also durchaus möglich, Ausgleichsdicken bis 15 mm zu bringen. Das sollten wir also beachten. Wenn ich einen Gussasphalt ausgleiche, dann also möglichst eine calciumsulfatgebundene Ausgleichsmasse hier zu verwenden. Ja, was die 18560 für den Estrichleger ist in der Bemessung und Ausführung, ist für uns für die Verlegung von Keramik- und Naturwerksteinbelegen die DIN 18157. Hier haben wir also die Ausführung von Bekleidungen aus Fliesen und Platten mit den jeweiligen Klebemörtelsystemen im Teil 1 bis 3 hier geregelt. Das ist unsere Ausführungsnorm. Und in dieser Ausführungsnorm sind natürlich jetzt auch entsprechende Anforderungen an die Verlegeuntergründe definiert. Wir haben hier die allgemeinen Anforderungen mal so aufgelistet. Er muss also ausreichend ebenflächig tragfähig sein. Tragfähigkeit komme ich dann gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Er muss frei von durchgehenden Rissen sein. Diesbezüglich sind also auch Fugen mit zu beurteilen. Er muss eine weitgehend geschlossene Oberfläche haben. Das ist also wichtig für die Kalkulation auch. Wir dürfen davon ausgehen, dass zum Beispiel ein Zementestrich eine abgeriebene Oberfläche hat, eine geschlossene Oberfläche hat. Das ist für uns wichtig bei der Kalkulation des Grundierungsverbrauches. Wenn ich da so einen Estrich habe, der sehr offenporig ist, dann nimmt er auch mehr Grundierung auf. Wenn ich mit einer Reaktionsharzgrundierung arbeite, kann das ganz schnell ins Geld gehen. Das ist auch wichtig für die Kalkulation des Verbrauchs von Klebemörteln. Alle Vertiefungen, die da sind, die muss ich natürlich mit dem Kleber vorher auch erstmal mitfüllen, bevor ich eine eigentliche Schichtdicke mit dem Kamm nachher aufbaue. Deswegen also hier die Anforderung, weitgehend geschlossene Oberfläche. Wir brauchen eine ausreichende Oberflächenfestigkeit. Wir wollen den Belag im Verbund zum Untergrund hier verlegen. Und für die Tragfähigkeit der Gesamtkonstruktion ist also diese Oberflächenfestigkeit auch mit entscheidend. Wir brauchen eine der Untergrund muss frei von haftungsmindernden Stoffen, Trennmitteln sein. Das ist also hier auch wichtig. Lose Bestandteile, Staub, Ausblühung, Bindemittelanreicherung und im Altbau natürlich auch Altanstriche, Verschmutzungen und so weiter, die hier mit oder nicht auf der Oberfläche sein dürfen, weil sie sich ganz einfach haftungsmindernd auswirken. Wir haben als nächstes die Problematik der Maßgenauigkeit nach DIN 18202. Hier sind Ebenheitstoleranzen gemeint, hier ist die Höhenlage gemeint, hier ist
die Winkeltoleranz gemeint. Das heißt also, liegt mein Estrich in Waage oder liegt er auch in dem erforderlichen Gefälle, was hiermit zu prüfen ist und wie ist die eben halt beschaffen? Generell ist es so, wenn keine besonderen Vereinbarungen getroffen werden, vertraglich im Vorfeld, dann hat der Estrichleger die Verpflichtung, diesen Estrich mit den normalen Anforderungen nach Zeile 3 hier mit herzustellen für einen Estrichbereich. Und häufig brauchen wir für großformatige Fliesen eine Ebenheit, die Zeile 4 mindestens erfüllt oder sogar über diese Anforderungen noch drüber rausgeht. Das heißt also, geringere Ebenheitsabweichungen nur haben darf. Ja, der Estrich muss trocken und belegreif sein und ein wichtiger Punkt, er darf sich nach dem Verlegen nur noch begrenzt verformen, nach dem Verlegen mit Fliesen und Platten, und das sind also so ein paar Punkte. Steigen wir mal ein in die Tragfähigkeit. Der Estrich muss eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen, das heißt, er muss ausreichend fest sein. Festigkeiten definiert bei den Estrichen auf Dämmschicht oder auf Trennschicht über die Biegezugfestigkeit. Und er muss ausreichend dick sein, weil Tragfähigkeit hängt nicht nur von der Biegezugfestigkeit ab, sondern die Dicke geht bei der Bemessung im Quadrat ein. Das ist also, wenn ich eine Tragfähigkeit erhöhen will, die Estrichdicke das Entscheidende. Da erreiche ich also wesentlich mehr. Und der Estrich muss frei von Rissen sein und frei von minderfesten Schichten und haftungsmindernden Bestandteilen. Wie muss der Estrich jetzt tatsächlich beschaffen sein? Die 18560 gibt da dem Estrichleger entscheidende Vorgaben. Das heißt, ein Estrich muss in jeder Schicht gleichmäßig sein hinsichtlich seiner Dicke, seiner Rohdichte und seinen mechanischen Eigenschaften und eine für den Verwendungszweck geeignete Oberfläche haben. Diese Dicke ist für uns auch wichtig, weil die Dicke einmal für die Tragfähigkeit. Für die Tragfähigkeit ist der Estrichleger und der Planer in der Bemessung zuständig. Für uns ist es aber wichtig, dass der Estrich von der Dicke überall gleichmäßig ist, damit er auch vom Austrocknungsverhalten gleichmäßig ist. Damit wir also nicht einen Estrich haben, der von 9 bis 3 Zentimeter eingebaut wird. Und wir messen jetzt gegebenenfalls unsere Estrichfeuchte in dem Bereich, wo wir die geringe Dicke haben, und wundern uns, dass wir später hier also dann nachträglich Verformung durch nachträgliche Austrocknung bekommen. Wir dürfen also davon ausgehen, dass ein Estrich gleichmäßig dick hergestellt ist auf der gesamten Fläche. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man uns als Fliesen- und Natursteinleger das also auch mit bekannt geben, dass dieser Estrich unterschiedliche Dicken haben kann und wir also dann an der entsprechenden Stelle hier auch mit messen können. Und diese gleichmäßige Dicke ist auch dann einzuhalten, wenn ein Estrich oder die Oberfläche des Estrichs ein Gefälle haben muss. Wir können also nicht, wie wir es in Ausschreibungen häufig vorfinden, ein Estrich im Gefälle in Dicken von, ich sagte schon, 39 bis 90 Millimeter, dann muss ich also direkt Bedenken anmelden, weil das Gefälle ist im Untergrund herzustellen und der Estrich in einer gleichmäßigen Dicke dann auf diesem Gefälle dann einzubauen. Ja, und die Rohdichte und mechanischen Eigenschaften, die sind also hier für die Tragfähigkeit auch mit wichtig. Warum? Was passiert, wenn ich sowas nicht einhalte? Ich habe hier mal ein Beispiel. Hier ist ein Reaktionsharz-Estrich eingebaut worden und das Problem war ganz einfach eins. In dieser Duschanlage von dem Fitnessstudio sehen wir, ist ein 10x10 Mittelmosaikbelag verlegt und genau in dieser Fuge, die ich hier rot mit der Linie gekennzeichnet hatte, war ein Riss vorhanden und dieser Riss hat also jetzt Ursachen und diese Ursachen war es also wichtig, entsprechend jetzt zu erkunden. Wir haben eine Bauteilöffnung gemacht und siehe da, hier ist also das Gefälle im Untergrund mit unterschiedlich dicken Dämmplatten hergestellt worden. Und genau an dieser Kante, die wir hier haben, hat sich im Estrich ein Riss gebildet. Und dieser Riss natürlich, weil genau die Fuge darüber lag, auch als Fugenausbrüche hier in unserem Keramikbelag auch mit abgezeichnet. Die Ursache war also nicht irgendwo ein Verlegefehler als solches, sondern der Dickenversprung in dem Estrich
Denn man sieht das auf der Baustelle leider immer wieder sehr oft, dass also das Gefälle durch unterschiedliche Dämmstoffdicken hier auch zum Teil mit ausgebildet wird und dann der Estrich drüber weggezogen wird. Das ist also die Gefahr, dass dieses Erscheinungsbild nachher hier kommt. Der Estrich muss frei von Rissen sein. Das ist also schon mal eine Forderung, die wir haben. Risse, genauso Scheinfugen, die nicht mehr benötigt werden, müssen kraftschlüssig geschlossen werden. Wir brauchen einen Estrich, der also keine Risse aufweist. Und hier, um die Tragfähigkeit zu haben und dieses Schließen, erfolgt in der Regel so, dass also der Estrich im Rissverlauf, rechtwinklig zum Rissverlauf eingeschnitten wird, an der Oberfläche aufgeweitet wird. Diese Schnitte sind dafür da, dass eine Verklammerung später stattfindet. Und dann anschließend wird also jetzt dieser Riss, nachdem er aufgeweitet, ausgesaugt wurde, mit einem Reaktionsharz, hier EPORIP-SCR, als Rissharz aus unserem Hause, die Silikatharze, die jetzt seit einiger Zeit angeboten werden und dadurch auszeichnen, dass sie sehr einfach zu handhaben sind und in der Viskosität mit Fortschreiten der Topfzeit, Verarbeitungszeit hier die Viskosität also auch ansteigt. Das ist gerade bei breiten Rissen auf Estrichen, auf Trennschicht und Dämmschicht von Vorteil, weil das Harz eben nicht nach unten wegläuft. Und dieses Harz ist also hier einzubringen. Und wichtig dabei ist, wie wir es hier sehen, das sind die Vorgaben, die laut Regeln der Technik einzuhalten sind. Das heißt also, wenn ich diese Klammern einschneide, dann müssen diese Klammern ungefähr in Estrichmitte sitzen, damit sie hier also auch entsprechend eine Sicherung gegen Höhenversatz mitbringen. Und das Entscheidende ist, dass der Riss über den gesamten Querschnitt mit dem Reaktionsharz zu füllen ist, um die Tragfähigkeit entsprechend herzustellen. Und das ist also ein Punkt, das sollte ich auf der Baustelle, wenn jemand anderes die Verharzung vorgenommen hat, hier auch mit prüfen. Jemand anderes die Verharzung vorgenommen, nur den Hinweis, wenn der Estrich neu eingebaut wird und der Estrichleger hier nicht mehr auf der Baustelle ist, haben wir es sehr häufig, dass der Fliesenleger sagt, ich verharze die Risse mit. Man sollte sich also darüber im Klaren sein, dass ich bei einem neu hergestellten Estrich damit in die Gewährleistung eingreife, dem Estrichleger im Prinzip die Gewährleistung abnehme und somit also für das Vorgewerk dann gegebenenfalls auch mit hafte. Denn wenn ich diese Risse nicht richtig schließe, dann habe ich dafür natürlich auch die Verantwortung. In der Altbausanierung, wenn ich Risse vorfinde, ist das ganz klar, dass das also der Fliesenleger in der Regel mit vornimmt, diese Leistung, und die Estriche hier also mitschließt. Wenn wir uns hier mal Belege anschauen, hier sind also Rissbildungen vorhanden auf dem Bild. Ich habe sie ein bisschen zusätzlich gekennzeichnet. Sie waren also nicht so deutlich zu sehen. Und wenn man, wir haben es aber hier in dem Bild in der Platte links mit zu sehen, und wir haben also hier diesen Rissverlauf. Wir sehen, hier hat auch schon mal jemand gearbeitet. Wenn man den Kleber runterschleift, dann wird das Ganze also sehr schön deutlich. Und wir sehen auch hier, dass hier Fehlstellen in der Verharzung da sind. Und das ist also so ein Punkt, hier wurde also die Höhen- oder Sicherung gegen Höhenversatz mit ein paar Nägeln, die eingelegt wurden, mit ausgeführt und die noch nicht mal richtig eingegossen. Und wie gesagt, der Riss nicht richtig verharzt. Hier ein anderes Bauvorhaben, auch im Betonwerkstein, der geradlinig eine Rissbildung hatte. Und da steht dann immer so die Frage, ja, was ist da los, wenn der Riss so geradlinig läuft? Das ist ein Estrich auf Dämmschicht gewesen, steht immer die Vermutung sehr nahe, da ist unten drunter eine Arbeitsfuge oder eine Fuge gewesen, die nicht richtig geschlossen wurde. Und wenn man so eine Platte runternimmt, dann sieht man also ganz schnell, Riss und ehemalige Scheinfuge im Estrich hier an der Stelle sind also deckungsgleich vorhanden. Wir haben hier eine Klammerstelle mit drin in dem Ganzen, und daneben sehen wir, ist der Riss eben nicht mit Harz vernünftig gefüllt. Und jetzt ist es so, dass diese Klammern häufig an der Estrichoberfläche mit sitzen. Also sie schaut hier noch ein bisschen raus, wie wir es sehen. Die bringt da in puncto Höhenversatz, Aufnahme von Biegebeanspruchung überhaupt nichts. Und die Folge ist also, dass dann deckungsgleich über diesen nicht kraftschlüssig geschlossenen Riss oder Scheinfuge, wie hier in dem Fall, reißt dann unser Belag ganz genauso mit wieder an der Stelle. Und somit ist also derjenige, der den Natursteinbelag verlegt hat,
oder Betonwerkstein an der Stelle hier gleich erstmal mit in der Kritik. Es könnte ja an ihm liegen. Hier ist natürlich eins im Rahmen der Untergrundprüfungspflicht, habe ich hier auch mit zu kontrollieren, ob die Risse wirklich vernünftig geschlossen sind. Ich muss dort nicht irgendwo eine Öffnung vornehmen, aber wenn ich an der Bauteiloberfläche, an der Estrichoberfläche Oberfläche schon sehe, dass hier offene Stellen sind, dann sollte ich also ein Bedenken anmelden und der Bauleitung sagen, der Estrichleger muss hier an dieser Stelle nochmal mit nacharbeiten. Der Estrich muss frei von haftungsmindernden Bestandteilen sein. Wir haben hier eine Altbausanierung, das ist ein Hotelfoyer gewesen, wo der Fliesenleger die Aufgabe hatte, einen Ausgleich aufzubringen und dann großformatige Fliesen zu verlegen. Das war ursprünglich ein Naturwerksteinbelag hier verlegt, auf dem er aufgebaut hat. Und er sollte also auch die Bereiche, wo später Teppichboden, da wo die Leute hier stehen, verlegt wurde, auch gleich mit ausgleichen. Er hatte vorher angefragt, wie soll ich vorbereiten? Und hier war also die Angabe von uns gewesen, intensiv durchschleifen, Diamantschleifen und dann anschließend mit einer Reaktionsharzgrundierung das Ganze grundieren und dann den Ausgleich draufbringen. Da, wo die Leute stehen, gab es Hohllagigkeiten und Schaden. Hier ist also geöffnet worden. Wir sehen, die Ausgleichsmasse ist gerissen. Ja, und wenn man dann mal tiefer reinschaut, dann sieht man, hier ist also eine ganz saubere Ablösung auf unserer Naturwerksteinoberfläche da. Ganz einfach das Problem, wir haben alte Pflegemittel, Farbvertiefer und so weiter auf der Oberfläche. Und diese wirken sich natürlich haftungsmindernd aus. Und auch wenn ich jetzt eine Reaktionsharzgrundierung hier einsetze, die kann in den Untergrund nicht einziehen, weil der Trennfilm auf der Oberfläche da ist. Und somit führt das Ganze hier dann also zum Haftverlust. Hier kam noch dazu, dass also der Bodenleger nachträglich nochmal zusätzlich Ausgleichsmasse draufgegossen hat, die zusätzliche Schwindspannung aufgebaut hat und dann hier zum Schaden geführt hat. In der Fläche, wo die Fliesen verlegt sind, hat also der Keramikbelag diesen Schwindverformungen noch mit entgegengewirkt. Da hat das Ganze also gehalten. Er hatte dann auf Nachfrage das Ganze durchgeschliffen mit Schleifpapier, 40er Körnung und die Jungs waren so fit, die haben es also geschafft, die gesamte Fläche mit einer Schleifscheibe hier zu schleifen. Und das konnte natürlich nicht gut gehen, das Ganze. Ja, hier ein anderes Beispiel, Belagskleberreste, auch immer wieder ein Thema. Hier war eine erdberührte Bodenplatte, auf der früher mal ein elastischer Bodenbelag verlegt war, sollte ein Fliesenbelag drauf verlegt werden. Das Ganze wurde also der Bodenbelag zurückgebaut. Und dann anschließend auf schlecht abgetragenen Kleber, Belagskleber, hier dann anschließend eine Epoxidharzgrundierung aufgebracht. Und nach einem Jahr hat sich das Ganze also wieder gelöst. Hier war also zusätzlich Feuchtigkeit von unten her noch mit im Spiel. Und wir sehen also, dieser alte Belagskleber ist jetzt verseift und wir haben also ein ganz sauberes Abscheren der Epoxidharzgrundierung von der Oberfläche hier gehabt. Das heißt also, solche Schichten müssen ganz einfach runter und ich muss hier also eine intensive Untergrundvorbereitung vornehmen. Und hier kommt dann immer wieder die Aussage, ja, wenn ich schleife und habe Belagskleberreste drauf, die kriege ich nicht vernünftig runter, meine Maschine verklebt, das wird zu heiß. Hier muss man ganz einfach sagen, diese Ausreden, die können wir eigentlich nicht mehr zählen lassen oder gelten lassen, weil es gibt mittlerweile Untergrundvorbereitungsgeräte, wo ich also jede Art von Schicht abtragen kann und hier also sauber arbeiten kann. Wenn wir uns das anschauen, es gibt sie in der großen Ausführung von Herstellern wie MKS zum Beispiel, wo ich also alte Ausgleichsmassen runterholen kann, Belagskleberreste runterholen kann. Und das Ganze gibt es also auch zusätzlich als kleine Maschine. Wir sehen hier mal, das ist bei der Firma Festool mal so eine Schulung gewesen. Hier sind also Teppichbodenkleberreste und Parkettkleberreste, PU-Kleber auf der Oberfläche vorhanden. Und mit einer relativ kleinen Maschine kriege ich das also problemlos runter. Wichtig ist, ich muss nur die richtige Schleifscheibe nehmen. Und da sind also diese sogenannten PKD-Schleifscheiben, polykristalline Diamanten, die hier eingesetzt werden als große Diamanten aufgesetzt, das sind also keine Splitter, sondern als großer Diamant aufgesetzt und hier habe ich so eine Art Schälwirkung, mit der ich also auch solche weichen Schichten runterhole, ohne dass ich hier diese intensive Schleifwirkung und Wärmeentwicklung habe und damit funktioniert das Ganze hier also sehr gut.
Wichtig für uns, Untergrundvorbereitung, zum einen also wie gesagt mit den richtigen Maschinen und zum anderen, Estriche sind vor der Belagsverlegung zu schleifen. Das ist eine Standardvorbereitung. Und hier ist es also so, wir müssen Entfernung von Schmutz, Verunreinigung auf der Estrichoberfläche bei Zementestrichen und bei Calciumsulfatestrichen mit vornehmen. Dieser sogenannte Reinigungsschliff, und dieser Reinigungsschliff, das ist eine Nebenleistung, also die ich hier normal auch mit zu erbringen habe. Das gehört ganz einfach dazu. Wenn ich allerdings beseitigen alter Belege, Beschichtung, Klebstoff und Spachtelmassen habe, die gehören auf die Fläche nicht rauf. Das ist also eine Schicht, die auf dem Estrich normal sich haftungsmindernd auswirkt für unsere starren Belege, die wir drauf verlegen. Diese müssen runter. Und das Entfernen solcher Schichten ist eine besondere Leistung, die ich also mit verpreisen sollte und entsprechend hier mir dann auch mit vergüten lassen sollte. Ich muss es halt im Vorfeld nur mit anbieten und mit klären. Anforderungen weiter, der Untergrund muss belegreif sein. Und hier stellt sich jetzt also die Frage, was verstehen wir unter Belegreife beziehungsweise was verstehen Sie unter Belegreife? Und ich habe hier ganz einfach mal eins gemacht, damit ich Sie mit einbeziehen kann. Ich habe Ihnen mal eine Umfrage vorbereitet, über welchen Kennwert definieren Sie die Belegreife eines Estrichs. Und hier würde ich Sie ganz einfach mal bitten, anzukreuzen, was aus Ihrer Sicht her für die Belegreife wichtig ist und somit also hier mal einzuschätzen, wie beurteilen Sie den Untergrund in puncto seiner Belegreife? Ja, Sie können also einfach ankreuzen. Wir haben also von der Verteilung her, die Teilnahme ist rege, danke. Wir haben also von der Verteilung her so, dass wir 90% kreuzen an der Feuchtegehalt. Über 60% sind der Meinung, die Festigkeit spielt eine Rolle. 45% sind der Meinung, das Estrichalter und 36% Ablauf der Schwindverformungen. Danke für die Teilnahme. Schauen wir mal, wie die Belegreife definiert ist. Häufig ist es so, früher wurde die Belegreife ausschließlich über das Estrichalter definiert, die Liegezeit als solches. Denken Sie dran, heute, früher haben wir gesagt, 28 Tage als Minimum. Und dann verlegen wir drauf. Mit kleinformatigen Belegen ist das also gängig gewesen. Heute haben wir zum Teil auch Estrich-Bindemittel, die wesentlich schneller reagieren und somit also diese Liegezeit, die Festigkeit nach einer kürzeren Zeit erreicht wird. Die Belegreife ist also definiert dahingehend, dass die Belegreife den Zustand darstellt, des Estrichs in Bezug auf Abbinde- und Trocknungsreaktion. Hier sind wir also im Bereich Festigkeitsentwicklung und Trocknung, indem er für die schadens- und mangelfreie dauerhafte Aufnahme eines Belages geeignet ist. Das ist also die Definition und im Wesentlichen sind hier zeitabhängige Parameter mit definiert. Das ist natürlich als erstes die Trocknung, die wir haben müssen. Das zweite ist eine ausreichende Festigkeit und hier also nochmal der Hinweis, Festigkeit, er muss seine Nennfestigkeit erreichen. Das ist beim normalen Portlandzement in der Regel nach 28 Tagen. Bei speziellen Estrichbindemitteln kann das also auch wesentlich früher erreicht werden. Und der dritte Punkt, den wir haben, ausreichender Schwindungsabbau. Und da sind wir in dem Bereich, ausreichende Trocknung und ausreichender Schwindungsabbau hängen unmittelbar zusammen. Für uns ist es also wichtig, dass wir die Trocknung prüfen. Dann können wir dahin ausgehen, dass wir, wenn wir Grenzwerte, die definiert sind, einhalten, der Estrich auch weitestgehend seine Schwindverformungen abgeschlossen hat. Aber der Estrich ist, wenn wir ihn belegreif vom Feuchtigkeitsgehalt haben, noch lange nicht da, wo er seine Haushaltsfeuchte, Gleichgewichtsfeuchte erreicht, weil der Estrich steht im Gleichgewicht mit der Umgebungsfeuchte. Und wenn ich sehr niedrige Luftfeuchtigkeiten später in der Nutzung habe, wir haben im Bauklima, da reden wir über Luftfeuchtigkeiten zwischen 70-80%. Und später in der Nutzung, gerade im Winter, haben wir häufig in Gebäuden Luftfeuchtigkeiten, die liegen nachher bei 40%. Und jetzt gibt der Estrich also durchaus nachträglich noch Feuchtigkeit ab und er schwindet weiter. Und das ist also eine Problematik, die sehr häufig hier nicht berücksichtigt wird.
Generell muss man sagen, wenn der Estrich seinen Grenzwert für die Restfeuchte erhält, dann sind ungefähr 70% der Schwindverformungen abgelaufen. So, feuchte Messung, feuchte Bestimmung. Da ist natürlich jetzt auch entsprechend die Frage, wie und womit messe ich denn? Was sehr häufig angewendet wird, so ein elektronisches Messgerät, wo ich also ganz einfach eine Kugel auf die Oberfläche drücke und dann ablese. Und was ich hier ablese, das sind solche sogenannten Digits. Es ist ein Skalenwert, der geht bis 150 und je nachdem, wie hoch, je höher dieser Skal oder dieser Wert ist, der angezeigt wird, da ist natürlich der Feuchtegehalt höher. Aber ich kann jetzt nicht sagen, welche Feuchte hat der Estrich, weil wir haben keine Regelwerke, die uns die Belegreife über irgendwelche Digits definiert. Das ist also schon mal ein Punkt. Diese elektronischen Feuchtemessgeräte sind gut für eine Vorprüfung und dafür sollte ich sie auch verwenden, indem ich ganz einfach die Stelle suche, wo mein Estrich am feuchtesten ist, um dann an dieser Stelle im Anschluss die eigentliche Prüfung zur Feststellung der Belegreife durchzuführen und die führe ich ausschließlich mit dem CM-Gerät durch. Und dieses CM-Gerät ist in allen Regelwerken verankert. Und das ist eine Regelmessung, die ich hier auszuführen habe. Wie messe ich oder wie oft muss ich die Feuchtigkeit messen? Erstmal, ich hatte schon gesagt, Messung an lüftungs- und trocknungstechnisch ungünstigen Stellen. Wenn der Trockenbauer eine oder mehrere Paletten Gipskartonplatten auf der Estrichfläche lagert, da ist die Lüftung schlechter. Das heißt also, darunter ist es wesentlich feuchter als in den anderen Stellen. Wenn ich daneben messe, dann habe ich vielleicht meinen Grenzwert erreicht. Und wenn dann elastischer Bodenbelag, die besonders anfällig auf sowas auch mit sind, dann verlegt wird, dann geht mir genau auf der Stelle, wo die Palette stand, der Belag hoch, bekommt Blasen, weil da der Estrich noch wesentlich zu feucht gewesen ist. Ich habe je Estrichebene, Etage bis 100 Quadratmeter eine Messung durchzuführen. Und bei größeren Flächen ist eine Messung je 200 Quadratmetern ausreichend. Das sollte ich also hier mit beherzigen, das Ganze. Also mindestens auf einer Etage in einem Einfamilienhaus jeweils eine Messung. Und wenn ich also zum Teil Messprotokolle bekomme, im Obergeschoss sind Fliesen verlegt worden und hier kommt jemand mit einem Messprotokoll aus dem Erdgeschoss, muss man sagen, das reicht nicht, weil ich unterschiedliche klimatische Bedingungen in den jeweiligen Geschossen habe. Also mindestens je Etage eine Messung, die ich durchzuführen habe. Und bei Heizestrichen ist das Ganze nochmal ähnlich formuliert. Hier ist es also so, dass wir Messstellen brauchen. Und hier ist also eine Messstelle pro Raum definiert. Die muss markiert sein. Messen muss ich, wie ich oben hatte, also hier je Etage 100 Quadratmeter eine Messung. Und bei Räumen größer als 50 Quadratmeter müssen also mehrere Messstellen hier entsprechend auch mit markiert sein. Wir sehen es durch diese Fahnen, die hier sind. Es ist aber durchaus auch legitim, dass ich mir die Messstelle vorher einmesse und genau sage, an der Stelle kann ich messen, wenn ich also von den Wänden jeweils die Stichmaße nehme. Bei größeren Flächen müssen je 200 Quadratmeter drei Messstellen markiert sein. Das ist das, was Sie erwarten können, was also der Heizungsbauer hier mit einzubauen hat, wo sind diese Messstellen. Wichtig ist, wir dürfen uns darauf verlassen, weil das ist die Vorgabe, dass um diese Markierung mit dem Abstand von 10 Zentimetern in jede Richtung keine Heizleitung liegt. Und leider funktioniert das nicht immer. Wir haben also markierte Messstellen und wenn wir dann anfangen zu stemmen, finden wir durchaus dann eine Heizleitung genau in diesem Bereich. Was häufig auch vergessen wird, das ist also eins, ich muss nicht immer gleich eine CM-Messung machen. Dieser sogenannte Folientest, wie wir hier sehen, es wird also eine Folie 50 mal 50 Zentimeter mit dem Klebeband dicht auf die Estrichoberfläche aufgeklebt. Und wenn sich bei Betrieb der Fußbodenheizung innerhalb von 24 Stunden unter dieser Folie keine Feuchtigkeit mehr bildet, kein Kondensat mehr bildet, dann kann ich mal eine CM-Messung machen. Solange wie das erfolgt, brauche ich eigentlich keine CM-Messung machen, weil der Estrich immer noch zu feucht ist und kann mir das Ganze hier also sparen. Das Prüfgut ist über den gesamten Querschnitt zu entnehmen. Wir haben hier mal so ein Foto, was ich bekommen habe für eine CM-Messung. Und es ist dann immer schön, wenn es so aufgenommen ist wie hier. Man muss also da vorbeischauen und dann sieht man, hier ist an der Oberfläche ein bisschen was rausgepickert worden.
Ja, und wir sehen aber, das Prüfgut ist über den gesamten Querschnitt zu entnehmen. Das ist also das Entscheidende. Wir brauchen hier eine Querschnittsmessung. Warum? Der Estrich ist an der Oberfläche wesentlich trockener als im unteren Bereich. Die Parkettleger messen meistens aus dem im unteren Drittel. Wird sich jetzt in Zukunft auch mit angleichen, dass auch die über den Querschnitt messen. Aber wenn ich über den gesamten Querschnitt mein Prüfgut entnehme, dann habe ich also die Feuchte, die in dem Estrich insgesamt drin ist. Und die muss ich erfassen und die brauche ich. Das ist der Wert. Also das funktioniert in der Form hier nicht. Ich sollte also mein Loch vernünftig rechtwinklig stemmen. Ich habe ja ganz einfach mal eins gemacht. Häufig finden wir es vor, oben ist das Loch recht groß und nach unten wird es immer kleiner. Da sind wir gerade so durch den Estrich durchgekommen. Dieses keilförmige Stemmen geht auch nicht. Wenn ich stemme, dann wirklich über den gesamten Querschnitt gerade runter, um also mein Prüfgut entsprechend rauszunehmen. Und dann sehe ich also auch, was los ist. Was habe ich unten drunter liegen? Ich kann zusätzlich noch meine Estrichdicke vernünftig messen und somit also überprüfen, passt das mit der Estrichdicke oder nicht. Das Stemmgut, was ich entnommen habe, gehört sofort in einen luftdicht verschlossen, damit also hier nicht noch zusätzlich Feuchtigkeit jetzt abgegeben wird, solange wie ich meine Probe aufbereite. Diese PE-Folienbeutel sind also mittlerweile vorgegeben. In diesen PE-Folienbeutel zerkleinere ich mein Prüfgut in einer Mörserschale, zusätzlich soweit, dass ich es also hier nicht mehr oder dass die Stahlkugeln dann später in der Lage sind, das richtig zu zerkleinern. Und bringe das dann rein und ich homogenisiere in dieser Folietüte mein Prüfgut, was ich hier habe. Natürlich brauche ich dafür durchaus mehrere Beutel, damit ich hier also so eine Probe entsprechend aufbereiten kann. Dann wird die Probe abgemessen. Generell beim Calciumsulfat-Estrich brauche ich 100 Gramm, wenn ich im Bereich der Belegreife bin, als Einwaage. Und beim Zementestrich mindestens 50 Gramm, wenn ich so Messung habe mit 20 Gramm und so weiter und will damit meine Belegreife hier mit 2 cm% prüfen. Das ist also zu wenig. Ja, und wenn ich meine Messung durchgeführt habe, die exakt 10 Minuten geht, das vielleicht auch nochmal als Hinweis, dann sollte mein Prüfgut also vollständig zerkleinert sein durch die Stahlkugeln. Und das ist also hier wichtig, so wie wir das sehen. Ja, und das habe ich entsprechend zu protokollieren. Sie finden bei uns auf der Internetseite natürlich auch ein entsprechendes Prüfprotokoll. Ja, Zementestrich. Was passiert, wenn ich diese Belegreife nicht einhalte, die definiert ist? Wenn ich den Estrich jetzt mit dem Belag belege und er trocknet weiter aus, dann ist die Oberfläche meines Estrichs durch den Belag festgelegt. Der Estrich zieht sich unten drunter zusammen, die Oberfläche geht nicht mit. Es baut sich also dieser Bimetalleffekt auf, wie wir es kennen. Wir haben dann als Effekt, dass ich Verwölbung bekomme, die Estrichränder senken sich ab, die Lastabtragung im Rand ist nicht mehr in der Form gegeben und dann drückt sich das Ganze hier also stärker zusammen, weil die Dämmung gar nicht diese Pressung aufnehmen kann. Die Randverformungen oder Randabsenkungen werden noch größer. Ja, und wenn Lasten in der Mitte in dem Gewölbe eindrücken, dann bricht das Ganze hier also zusammen. Darum haben wir hier also entsprechende Grenzwerte definiert. In der 18560 Ausgabe November 2015 ist für den Zementestrich unbeheizten Grenzwert von 2,0 cm% festgelegt und für beheizte Konstruktionen von kleiner gleich 1,8 cm%. Und diese Werte wurden natürlich auch durchaus in unsere Ausführungsnormen mit übernommen. Hier ist es also so, dass beim schwimmenden Estrich und Estrich auf Trennschicht dieser ein Mindestalter von 28 Tagen haben soll und um die Festigkeit auch zu haben und der Restfeuchtegehalt kleiner gleich 2 cm% bis 2,5 cm% hier betragen darf. Diese 2,5 cm%, das ist so ein Wert, wo man sagen muss, das ist nicht ganz glücklich, dass diese Spanne hier mit aufgebracht wurde, denn ZDB-Merkblatt und auch andere BEB-Regelwerke geben also eindeutig vor, hier ist also maximal 2 cm% zu bringen. Die 2,5 % sind der Leistungsfähigkeit von kunststoffvergüteten Klebemitteln jetzt geschuldet. Stellt sich dann natürlich auch die Frage, kann man einen zu feuchten Estrich vor der Verlegung von Stein- und Keramikbelägen auch mit einer Reaktionsharzabdichtung absperren? Ich sage hier mal, man kann schon, aber selten schadensfrei das Ganze. Also diese Verformung, die wir haben, die bauen sich also
dann dadurch ab, dass der Estrich in der Mitte reißt. Und wir kennen das, wenn wir große Flächen haben, im Gegenlicht sehen wir diese Prellrisse, die hier mal markiert ist. Die Estrichfläche bricht ein. Wir haben oben einen ganz schmalen Riss, der wirklich meistens nur mit dem Fingernagel zu spüren ist. Aber unten klafft diese Fuge eben auch, weil dieses Gewölbe ganz einfach eingebrochen ist. Lassen Sie es sein, mit dem elastischen Bodenbelag funktioniert das, weil der ganz einfach nicht diese Verformung des Estrichs unten drunter behindert, sondern der macht das mit, der wird gestaucht. Der starre Belag, Keramik-Naturstein, wird hier also in der Form nicht gestaucht. Wie gesagt, in der 18157 Restfeuchtegehalt von 2 bis 2,5%. Es ist so, ist eine frühere Belegung möglich? Muss man sagen, ja, diese 2,5 cm%, wie gesagt, einem ganz normalen S1-Kleber geschuldet, können wir damit also durchaus mit unseren Produkten hier auch mit abdecken. Bis 3 cm%, sagen wir als Hersteller, ist das Ganze mit einem einkomponentigen, also mit Kunststoffpulvern vergüteten Kleber der S2-Klasse möglich, Ultralight S2 Quick, die hier zum Einsatz kommen können. Bei kleiner gleich 3 cm% setzen wir 2-komponentige Kleber ein und wir sehen hier in dem Video, was nebenbei läuft, mal diesen Verformungstest bis über 5 mm ist so ein, über 5 mm ist so ein stark verformbarer Kleber definiert, also alles, was über 5 mm geht, wir sehen, wir sind ja weit drüber. Wir haben hier Kera Quick Maxi S1 angemischt mit Latex Plus und wir sehen bei 10 mm den doppelten Wert, bricht also dieser Streifen noch nicht. Ich habe hier daneben mal das Foto von der Prüfanordnung mit abgelichtet. Wir haben die Möglichkeit, Adesilex P9 als normaler bindenden Kleber mit Isolastik anzumischen. Wir können, wie hier gesehen, Kera Quick Maxi S1 mit Lasto, mit Latex Plus anmischen und wir haben natürlich unseren Elastorapid, auch als stark verformbaren Kleber. Und wenn das nicht reicht, diese 3,5%, haben wir die Möglichkeit, bei Begehbarkeit des Estrichs mit einem Entkopplungssystem zu arbeiten, unser Mappetex Fleece, das verklebt wird auf dem Untergrund mit Kera Quick Maxi S1 und Latex Plus im Gemisch. Dieses zusammen bringt das Entkopplungssystem als solches und dann kann ich also bei Begehbarkeit nächsten Tag dann auch drauf verlegen. Wichtig der Hinweis, Abweichung von den allgemein anerkannten Regeln. Wir haben oben noch stehen, 2 cm%, stehen auch in den ZDB-Merkblättern mit drin, müssen vor der Ausführung mit dem Bauherrn als Sonderkonstruktion vertraglich vereinbart werden. Heißt also, Sie können nicht einfach auf dem feuchten Estrich aufgehen, sondern der Bauherr muss mit dieser Abweichung auch mit einverstanden sein. Und vielleicht hier nochmal der Hinweis, die Belegreife des Estrichs, die schulden nicht Sie. Sie schulden nur eine Ausführung nach Regeln der Technik. Das heißt also, Sie verlegen auf einem belegreifen Estrich. Und wenn er nicht belegreif ist, dann hat Ihr Untergrund zu dem Zeitpunkt noch einen Mangel. Und das zeigen Sie über eine Bedenkenanmeldung entsprechend an. Und dann muss der Bauherr Maßnahmen treffen, damit dieser Estrich trocknen kann. Ja, oder aber er stimmt so einer Sonderkonstruktion dann entsprechend zu. Und das macht bitteschön nicht der Bauleiter, sondern der Bauherr ist Ihr Vertragspartner in der Regel. Wir können natürlich mit Spezial-Estrich-Bindemitteln aus unserem Hause auch regelkonform schnell belegreife Untergründe schaffen. Unser Top-Gem-Pronto-System, ein speziell formulierter Estrich auf Portland-Zement-Basis mit speziellen Additiven, der bereits nach 12 Stunden begehbar ist, hier nach 24 Stunden mit Keramik belegt werden kann und nach 4 Tagen mit feuchtigkeitssensiblen Belegen belegbar ist, weil er eine Restfeuchte von unter 2 cm% hat. Wenn wir nach 24 Stunden belegen, ist das eine Sonderkonstruktion. Wenn wir die 4 Tage abwarten und der Estrich die 2 cm% hat, ist es so, dass wir hier also eine regelkonforme Ausführung haben und müssen das also dann nicht entsprechend hier als Sonderkonstruktion vereinbaren. Der Estrich kann bereits nach 3 Tagen aufgeheizt werden. Wir sparen hier also auch nochmal ganz entscheidend Zeit. Und wenn es noch schneller gehen wird, haben wir unser Mappe-Chem-System, das nach 3 Stunden begehbar ist, nach 4 Stunden mit Keramik bereits belegt werden kann und nach 24 Stunden mit allen feuchtigkeitssensiblen Belegen, weil wir hier also unter 2 cm% sind und Funktionsheizen kann ja auch nach 24 Stunden bereits erfolgen. Ja, meine Damen und Herren, hier mal ein kleiner Break.
Detlef, wie sieht's aus? Sind bisher schon Fragen aufgetreten? Ab und zu haben wir mal so ein paar Symbole aufgeleuchtet bei mir. Ja, ein paar Sachen hat man so beantwortet. Ich habe vielleicht zwei Fragestellungen, die wir noch mal kurz zusammenfassen sollten, weil die sicherlich für alle von Interesse sind. Angesprochen waren beide Punkte von dir schon. Einmal, ja, was mache ich denn du? Ich habe die Dusche, die Aussparung in der Dusche, ich muss jetzt einen Zementestrich einbauen, ich habe kein Gefälle im Untergrund, was soll ich tun? Prinzipiell haben wir gerade zwei Estriche vorgestellt, mit denen die Möglichkeit besteht, auch abweichend von den Regeln der Technik hier einen Gefälle-Estrich reinzuziehen, Aufdämmung. Das ist sicherlich als Sonderkonstruktion zu vereinbaren, so wie wir es gerade gesagt hatten. Wir haben hier zwei schwindarme Produkte, die es gestatten, nach unseren Erfahrungen hier dort auf diesen relativ kleinen Flächen einen Estrich reinzuziehen, der auch im Gefälle liegt und damit nicht die gleichmäßige Schichtdicke hat. Alternativ geht natürlich immer ein Epoxy-Estrich auf Basis von unserem Bindemittel Prime AMF, gemischt mit feuergetrocknetem Quarzsand. Der ist in jedem Fall auch schwindarm und könnte dafür auch eingesetzt werden, speziell wenn dann die Schichtdicke nicht passt. Denn eines sollte man beachten, die Schichtdicke hatten wir angesprochen und die Schichtdicke, die Mindestschichtdicke ist natürlich auch einzuhalten dabei. Das war die eine Sache. Und die andere Sache ist, ja, wir haben auch Risse gesehen hier. Ja, welche Garantie habe ich denn, wenn der Estrichleger die Risse verharzt hat und ich lege jetzt Platten oben drüber, dass doch keine Risse kommen können? Also eine Risssanierung ist mitunter eine recht schwierige Angelegenheit. Und wir haben gesehen, dass auch dann, wenn man sich besondere Mühe gibt, es keine hundertprozentige Garantie geben kann, dass der Riss wirklich in seiner gesamten Tiefe komplett mit Harz gefüllt wird und wieder verklebt wird. Es gibt immer ein gewisses Restrisiko, speziell auch bei höheren Belastungen, dass so ein Riss eventuell wieder aufreißt oder durch das Restschwinden des Estriches auch nochmal der Riss wieder auffaltet. Und da gibt es einen einfachen Trick, der seit vielen Jahrzehnten mittlerweile bekannt ist, und der heißt Entkopplung. Man kann als zusätzliche Sicherheit hier den Belag noch einmal entkoppeln, sodass eventuell auftretende Risse im Untergrund sicher entkoppelt werden von unserem Belag. Andersrum betrachtet, wenn ich eine Entkopplung plane, sollte ich die Risse aber trotzdem vorher schließen, dann baue ich einfach Sicherheit ein, dass ich hinterher mit meinem Belag keine weiteren Rissbildungen habe. Ja, das vielleicht als kurze Zusammenfassung hier bisher. Burkhard, ich übergebe mal wieder an dich. Alles klar, Detlef, danke. Ja. So, ich blende mich mal wieder aus hier und wir machen mal ganz einfach weiter. Schnellestrich hatte ich hier noch vergessen. Das war der Muppet Jim Pronto SL als Fließestrich-Variante, die wir anbieten. Auch der also sehr schnell belegbar nach 4 Stunden, so dass er seine Belegreife nach Norm hat und auch nach 24 Stunden bereits aufgeheizt werden kann. Wir sehen hier unten nochmal die Auslobung nach EN13813 und wir sehen hier es also nur als C25, nicht als CT ausgelobt, nicht als CTF, weil diese Bezeichnung gibt es offiziell noch nicht. Es loben also alle, die Fließestriche anbieten, immer noch als CT aus und er hat also 25 Newton Druckfestigkeit und 5 Newton pro Quadratmillimeter Biegezugfestigkeit und damit also eine sehr gute Estrichgüte, mit der wir hier Estriche herstellen können. Ja, Calciumsulfat-Estrich. Wie sieht es beim Calciumsulfat-Estrich aus? Calciumsulfat-Estrich, ein Estrich, der also auch in sehr großen Mengen eingebaut wird und wirklich auch einen guten Verlegeuntergrund mit darstellt, weil diese also in der Regel sehr eben eingebaut werden, wenn sie als Fließestriche zur Anwendung kommen. Calciumsulfat ist im abgebundenen Zustand nichts anderes als Gips. Und Gips hat ganz einfach die Eigenschaft, dass er seine hundertprozentige Festigkeit dann hat, wenn er absolut trocken ist. Ja, das sehen wir hier also an diesem Diagramm. Bei 0% Feuchtegehalt hat er seine hundertprozentige Festigkeit. Und mit Zunahme der Feuchtigkeit im Estrich geht das Ganze also in die Knie. Der Estrich, der Calciumsulfat wird weicher und er verliert also an Festigkeit. Und deshalb sind also Grenzwerte definiert. Und diese Grenzwerte also mit 0,3 beheizt und 0,5 cm% unbeheizte Estriche, weil er hier also noch eine Festigkeit hat, die für die Tragfähigkeit ausreichend ist. So viel Reserve wird mit eingeplant dabei. Und das ist das Entscheidende. Es ist nur eins, wenn dieser Estrich
beim früheren Feuchtegehalt belegt wird, dann sammelt sich diese Feuchte in der Estrichrandzone unterhalb des Belages und wir bekommen jetzt hier eine Auffeuchtung. Das heißt, das, was wir hier in der Kurve haben, wir bewegen uns weiter nach unten. Die Folge ist also eine geringere Festigkeit und zum Teil auch eine Umkristallisation von Gipskristallen. Und die Folge ist, dass ich dann ein Ablösen unterhalb meiner Grundierung häufig bekomme. Und das ist also hier das Problem, Festigkeitsverlust in der Randzone und noch eine zusätzliche Vergipsung. Daher also die Definition der Restfeuchtegehalte. Und hier haben wir jetzt ein Problem, das in der 1865, 2015 definiert wurde, dass auch Calciumsulfat-Estriche beheizt ab 0,5 cm zu belegen sind. Das ist eine Abweichung von den Vorgaben, die unsere Gewerke typischen oder üblichen Regelwerke hier vorsehen, weil da haben wir die 0,3 cm für die beheizte Konstruktion. Und ich kann also nur jedem empfehlen, wenn Ihnen jemand sagt, beheizt 0,5%, sagen Sie ihm, für mich gelten meine Regelwerke und meine Regelwerke sagen eindeutig aus, 0,3 cm ist der Grenzwert für die Belegreife und die halte ich ein. Wenn ich früher drauf soll, dann weisen Sie mir das bitte an und ich lehne hier also die Gewährleistung für Schäden, die daraus resultieren, ganz einfach ab. Und welche Schäden kommen? Das ist mal, wie ich schon sagte, Feuchtigkeitsanreicherung und Festigkeitsverlust in der oberen Grenzschicht. Gerade bei beheizten Konstruktionen wird also dieses Wasser ganz massiv nach oben ausgetrieben und somit sammelt sich es also in der Grenzschicht. Und die Folge ist also dieses Schadensbild, wie wir hier sehen, mit Ablösung der oberen Grenzschicht, die wir da drin haben. Zur Belegreife vielleicht nochmal ein Gerichtsurteil hier. Estrich nicht belegreif, Bodenverleger muss Schadensersatz zahlen. Der Bodenbelag vor Belegreife auf, so verstößt er gegen die anerkannten Regeln der Technik und leistet damit mangelhaft. Prüft der Bodenverleger die Belegreife nicht ordnungsgemäß und bringt den Bodenbelag dadurch verfrüht auf, so verursacht er schuldhaft einen Mangel. Und die Ursächlichkeit der mangelhaften Leistung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass weitere Umstände das konkrete Schadensbild negativ beeinflusst haben. Das heißt also, wenn ich noch Begleitumstände habe, dass irgendwo was mit der Fugenplanung und so weiter nicht gestimmt hat, in dem Moment, wo ich meine CM-Messung nicht ausgeführt habe, habe ich schuldhaften Mangel verursacht und dafür muss ich dann gerade stehen. Und das ist leider das, was wir immer wieder feststellen. Viele Fliesenleger messen heute noch nicht die Belegreife. Sie gehen einfach drauf, sie verlassen sich zum Teil darauf, wenn andere Firmen hier die Belegreife gemessen haben, wenn der Bodenleger, Parkettleger da ist und misst, dann wird also sowas gleich mit übernommen. Vorsicht dabei. Sie haben selber zu prüfen und das ist also das Entscheidende. Ja, ein anderes Schadensbild ist das, was wir hier sehen. Das ist also hier jetzt nicht Feuchte, die im Untergrund vorhanden war, sondern Feuchte, die aus dem Verlegemörtel durch die Grundierung in meinen Calciumsulfat-Estrich eingeschlagen ist. Und das ist also so ein Punkt, Schutz des Estrichs gegen Feuchtigkeit aus dem nachfolgenden Verlegesystem ist also ebenfalls zu beachten. Ich muss also in Abhängigkeit der Formatgrößen hier eine geeignete Grundierung oder einen geeigneten Kleber mit auswählen. Wir haben dazu schon ein Online-Seminar durchgeführt. Und kurz nochmal zusammenzufassen, was gibt uns die 18157 hier vor? Wir haben also als erstes Belagsmaterial mit einer Fläche von kleiner als 0,16 Quadratmeter. Kann ich also unabhängig von der Grundierung mit schnell und normal abhärtenden Mörtelsystemen arbeiten. Wir haben das Ganze für uns noch erweitert auf 0,18 Quadratmeter. Heißt also die typische 30x60 Wiese, wenn Sie unsere Grundierung einsetzen, die filmbildend aufgetragen haben, können Sie also bis zu diesem Format die 30x60 auch mit verlegen. Wenn ich größere Fliesen habe und 0,16 Quadratmeter ist das Format 40-40 und größer, dann muss ich also hier entsprechend eine Kombination auswählen, entweder wässrige Dispersionsgrundierung und schnell erhärtenden, schnell trocknenden. Und darauf liegt die Betonung, nicht jeder schnell erhärtende Klebemörtel ist auch schnell trocknend. Oder aber ich arbeite mit einer Reaktionsharzgrundierung, sperre den Untergrund gegen die Feuchtigkeit, die aus dem normal abbindenden Mörtel
einwirkt, ab und schütze damit meinen Estrich. Und ich kann natürlich auch Variante C wählen, Reaktionsharzgrundierung und schneller härtender, schnell trocknender Mörtel, überall da, wo ich eine schnelle Belastbarkeit brauche, großformatige Belege. Da braucht der Kleber länger, wenn ich hier normale Bindesysteme einsetze, bis er seine volle Tragfähigkeit und Anhaftung erreicht. Da ist also durchaus die Kombination C, wie wir sie hier sehen, durchaus auch sinnvoll. Und welche Systeme bieten wir Ihnen hier an? Wenn ich also die Verlegung mit normal erhärtenden Klebemörteln vornehme bei Formaten über 0,16 Quadratmeter, haben wir unsere normal abbindenden Klebemörtelsysteme als S1, S2-Kleber in Kombination mit unseren Reaktionsharzgrundierungen Primer MF oder Ecoprim PU1 Cartobo. Beide sind an der Oberfläche hier mit abzusannen oder mit einer Spezialgrundierung dann nochmal zu überarbeiten. Das wäre also Ecoprim T Plus oder Ecoprim Crypt Plus, die wir hiermit einsetzen können. Wir haben die Möglichkeit, mit schnell abbindenden, schnell trocknenden Systemen zu arbeiten. Unser Mapistone, unser Elastorapid, alle unsere Klebemörtel, die das Kürzel QUICK für schnell abbinden haben, verfügen über eine kristalline Wasserbindung. Heißt also, sie sind neben der schnellen Festigkeitsentwicklung auch schnell trocknend. Und hier kann ich also mit unseren Dispersionsgrundierungen Primer G, Primer RA problemlos arbeiten. Das ist also auch möglich. Darf natürlich auch bei diesen Systemen, wie schon gesagt, mit Primer MF und Ecoprim PU1 Cartobo arbeiten. Ja, und wir haben als Sonderkonstruktion für uns, weil wir wissen, wie dicht unsere Grundierung verfilmt, auch die Lösung Dispersionsgrundierung mit normal abbindenden Klebemörteln. Das wäre also Ecoprim T Plus als Dispersionsgrundierung im zweilagigen Auftrag, die wir hier aufbringen. Und da geben wir bis zu einem Quadratmeter und 1 Meter Seitenlänge diese Grundierung auf dem Calciumsulfat-Estrich in Verbindung mit normal abbindenden Klebemörteln frei. Aber wie gesagt, es ist eine Sonderkonstruktion und hier sind Sie also gegenüber Ihrem Bauherrn auch entsprechend in der Hinweispflicht, das zu vereinbaren. Ja, Bogenanordnung ist noch ein Thema, was ich mit ansprechen wollte. Auch immer wieder eine Frage, wie sind die Fugen auszubilden? Wir haben ganz einfach eins, wir brauchen physikalisch, aus physikalischen Gründen, nicht weil wir irgendwo die Gestaltung des Architekten kaputt machen wollen, sondern weil wir physikalische Vorgänge haben, Trocknung, Schwinden, Temperaturdehnung und so weiter, die wir hiermit abfangen müssen. Und deshalb sind also Bewegungsfugen durchaus erforderlich. Ich habe Ihnen hier mal dargestellt, die Temperaturausdehnungskoeffizienten unterschiedlicher Materialien. Wenn wir den Gussasphaltestrich, den wir heute schon mal angesprochen hatten, der liegt also bei 0,03 Millimeter pro Meter und Kelvin. Unser Steinzeug, Fliese bei 0,006 bis 0,007. Wir haben also hier das Sechsfache dazwischen. Ja. Und das ist also so ein Punkt, darum brauche ich also Dehnungsfugen. Sie sehen hier unterschiedliche Calciumsulfat-Estriche. Diese mit den geringen Temperaturausdehnungskoeffizienten, das sind also konventionell eingebrachte Calciumsulfat-Estriche. Fließestriche aufgrund der höheren Dichte haben einen höheren Temperaturausdehnungskoeffizient. Das ist also Calciumsulfat-Estrich 3 und 4 hier, die also da höher liegen in diesen Bereichen. Das sollte man also hier mit berücksichtigen. Darum brauchen wir Fugen. Wer legt die Fugen fest? Das heißt, in der Norm, in der 1865 über die Anordnung der Fugen ist ein Fugenplan zu erstellen, aus dem zu entnehmen sind Art der Fugen, Anordnung der Fugen und die Ausführung der Fugen. Und der Fugenplan, der Name sagt schon, ist vom Planer zu erstellen und als Bestandteil der Leistungsbeschreibung den Ausführenden zu übergeben. Also der Planer ist der Verantwortliche. Und die Herstellung von Fugen, ich sagte es schon, ist aus physikalischen Gründen erforderlich. Und hier ist also so viele Fliesenleger, lassen sich dahin verleiten, dass Sie dem Heizungsbauer sagen und dem Estrichleger, wo willst du Fugen haben, wo sollen die Fugen angeordnet sind. Es kommen auch viele Estrichleger zum Fliesenleger, wo willst du denn deine Fugen haben? Es ist nicht Ihre Aufgabe, wenn Sie nicht die Planung selbst übernommen haben. Und Sie übernehmen die Gewährleistung für die Planung. Und darüber sollte man sich also hier im Klaren sein. Das nächste sind die Randfugen. Wir haben also zu kontrollieren, ob diese Randfugen ausgebildet sind. Das ist eine Fuge zwischen Estrich und den angrenzenden Bauteilen. Der Rand im Streifen, der ist also hier dazwischen angeordnet und soll Längenänderungen zulassen. Und wichtig ist, bei Stein- und Keramikbelägen wird der Rand im Streifen erst nach Fertigstellung der Belagsverfugung abgeschnitten.
nicht nach der Verlegung, nicht vor der Verlegung, sondern wenn der Belag verlegt und verfugt ist, dann wird abgeschnitten und nicht früher. Praxis ist häufig so, dass wir es so vorfinden, dass dieser Rand im Streifen durch einen Maler weggerissen wurde und so weiter und wir also keinen Rand im Streifen stehen haben. In dem Fall hat der Estrich einen Mangel. Der Untergrund hat einen Mangel, den habe ich anzuzeigen. Und wenn ich jetzt einfach verlege und baue dann Mörtelbrücken ein, dann schaffe ich einen zusätzlichen Mangel. Deswegen also zeigen Sie das Ganze an und setzen den Rand im Streifen neu. Wir haben mit Mappestrip-Perimeter 50 einen Rand im Streifen, der im unteren Bereich hier so einen Vlies- oder Gewebestreifen hat, mit einer Klebewulst unten dran, wo ich also das dicht aufkleben kann und selbst Ausgleichsmassen nicht mehr drunter laufen können. Und somit also hier keine Mörtelbrücken hergestellt werden. Das ist also zu beachten, wenn wir uns anschauen, wenn ich sowas ignoriere. Hier ist ein Fliesenbelag im gehobenen Wohnungsbau mit großformatigen Fliesen im Bodenbereich. Und wir haben also in der gesamten Wohnung hier überall Rissbildung gehabt. Die Frage von mir als erstes, wie war es denn? Waren die Fugen sauber abgestellt? War der Rand im Streifen da, als der Bodenbelag verlegt wurde? Ja, war da. Es gibt nichts Besseres als eine Randfuge. Man macht ganz einfach eins, man nimmt die Sockel runter, schneidet die Silikonfugen weg oder nimmt dann auch die Fliese auf und siehe da, hier ist also keine Abstellung da. Und die Randabstellung hat zu allen Bauteilen zu erfolgen. Nicht nur zu den Wänden, sondern auch zu Fensterelementen, zu Rohrdurchdringungen, zu fest eingebauten Einbauteilen. Und wie wir es hier sehen, da ist also bis dicht dran gearbeitet. Und auch in dem Bereich, wo die Sockel saßen zur Wand hin, da war kein Rand im Streifen da. Und das ist immer wieder problemlos festzustellen. Wir haben jetzt das Problem, hier war es zusätzlich eine beheizte Fußbodenkonstruktion. Der Estrich und der Belag können sich nicht zwängungsfrei ausdehnen. Und die Folge ist, dass wir dann also Rissbildung bekommen. Und gerade bei den großen Dünnformaten, wenn ich die noch zusätzlich ausklinke, dann sind also solche Bereiche Temperaturdehnung dazu in Kombination mit gegebenenfalls Stoßbelastungen, die dann entsprechend hier zu Schaden und Rissen in dem Belag führen können. Bewegungsfugen. Ist also eine Fuge, die Formänderungen oder Bewegungen gestattet. Was sind so die Grundregeln, die ich einhalten sollte? Wir sollten gedrungene Felder schaffen mit dem Seitenverhältnis von maximal 1:2. Beim Zementestrich sind Seitenlängen von 8 Meter. Früher haben wir mal bei den beheizten Konstruktionen gehört 6,5 Meter. Das ist mittlerweile geändert. Beheizt und unbeheizt 8 Meter Seitenlänge, die ich hier maximal einhalten sollte. Und beim Calciumsulfat-Estrich können wir unbeheizt durchaus bis 20 Meter Seitenlänge den Estrich vorfinden, ohne Fuge. Und bei beheizten Konstruktionen also bis 10 Meter, die hier durchaus zulässig sind. Wir haben Fugen im Bereich von Einengungen oder Erweiterungen der Estrichfläche und den Türdurchgängen anzuordnen. Bewegungsfugen, wie gesagt. Das ist also hier der Punkt, diese Bewegungsfugen an Verengungen. Da, wo also durch Querschnittsänderungen hier Zwängungen auftreten können. Generell zwischen beheizten und unbeheizten Flächen. Und zwischen unterschiedlich steuerbaren Heizkreisen sind auch Bewegungsfugen anzuordnen. Das ist also auch wichtig. Und noch ein Punkt, solche Fugen sollten also einen geradlinigen Verlauf haben. Und es sollte zusätzlich dafür gesorgt werden, dass diese winkelgerecht hergestellt werden. Ja, das ist also auch so ein Punkt, so eine Fuge, die ich später übernehmen soll, die muss im Winkel, die muss zu der Belagsrichtung passen. Das ist also so ein Punkt. Und wenn ich solche Bewegungsfugen wie hier sehe, dann sehen wir, geradlinig ist sie nicht. Und das, was wir hier abgebildet haben, das sind die Heizleitungen. Bewegungsfugen dürfen nur durch Anbindeleitungen gekreuzt werden, nicht durch die Heizleitung selber. Also hier ist alles falsch gemacht worden, was man falsch machen kann. Noch ein Hinweis zur Fugenplanung, gerade wenn ich solche Winkelflächen habe, wie wir es hier mal mit dargestellt haben, Einengungen und Erweiterungen der Estrichfläche sind Bewegungsfugen anzuordnen. Die Fugenplanung ist nicht Ihre Aufgabe, aber wenn Sie auf der Baustelle sind und sollen jetzt beurteilen, muss ich an dieser L-Fläche eine Fuge anordnen, ja oder nein, machen Sie ganz einfach eins, stellen Sie sich in eine Ecke,
und schauen in die andere Diagonal. Wenn Sie die andere Ecke sehen können von Ihrem Standpunkt aus, können Sie sich beruhigt zurücklehnen und sagen, ja, hier sollte soweit alles passen. Wenn Sie dagegen die andere Ecke nicht sehen, weil der Einschnitt zu groß ist, weil der Schenkel zu lang ist, dann ist es so, dass wir hier also an der Stelle durchaus Zwingungen bekommen können, die kritisch werden können. Das ist nicht so okay. Und hier ist also eine genaue Überprüfung des Schwerpunktes erforderlich. Und das ist wiederum nicht Aufgabe des Wiesen- und Natursteinlegers, sondern das ist Aufgabe des Planers. Sie sollten nur nochmal in dieser Art und Weise hier kontrollieren und ob natürlich die anderen Dinge, die ich vorher gesagt habe, hiermit eingehalten wurden. Das ist also Ihre Aufgabe. Sie haben nicht die Aufgabe, die Fugenplanung vorzunehmen. Steinfugen, dazu vielleicht nochmal ein paar Worte kurz zum Abschluss. Die Steinfuge ist ganz einfach dafür, dass eine Querschnittsschwächung über einen gewissen Teil der Estrichhöhe, und sie soll ganz einfach eins bringen, sie soll Längenänderung durch Schwinden des Estrichs in Zementestrichen hier mit möglich machen, dass der Estrich geradlinig reißt. Also wir wollen also hier einen Spannungsabbau an der Stelle haben und das möglichst geradlinig durch eine Rissbildung. Beim Calciumsulfat-Estrich haben wir das Problem nicht. Hier ist also ein Punkt, Steinfugen gibt es in der Regel nur bei Zementestrichen. Und es ist so, diese Steinfugen sind keine Bewegungsfugen. Diese Steinfuge, die Sie hier sehen, ist im beheizten Estrich. Die sollte als Bewegungsfuge übernommen werden. Geht nicht. Sie haben unten drunter Verzahnungen. Sie kriegen Knirschgeräusche zustande und hier ging also auch die Estrich, die Heizleitung über diesen Fugenbereich drüber weg. Fugen sind nur durch Anbindeleitung zu kreuzen. Das heißt also, diese Fuge ist völlig falsch hiermit angeordnet. Scheinfugen können nach Erreichen der Belegreife mit Reaktionsharz geschlossen werden. Ich möchte an diesem Punkt nochmal darauf hinweisen, Belegreife ist nicht nur Restfeuchtegehalt, sondern auch Schwindverformungen, die abgeklungen sein sollten. Und das sollte ich also hier an dieser Stelle möglichst mit berücksichtigen. Ja, meine Damen und Herren, ich bin damit endlich für Sie vielleicht am Ende meines Vortrages jetzt angelangt. Es ist so, gibt es jetzt noch Fragen, die Sie vielleicht noch gestellt haben, dass die Frage also an den Detlef. Detlef, wie sieht's aus? Ist was reingekommen noch? Ja, ich hätte noch vielleicht ein paar Kleinigkeiten, die ich nochmal zusammenfassen würde hier, die angesprochen worden sind von dir, aber wo es nochmal so einen kleinen Nachhaker gab. Du hast ja gesagt, der Rand im Streifen ist abzuschneiden. Den Bart müssen wir natürlich vorher abschneiden, weil die Priorität dort steht natürlich auf der Abdichtung und wir müssen da letzten Endes ein Fugenband kleben, in den Ecken, in unsere Dichtecken kleben. Sollten wir jetzt den Randdämmstreifen stehen lassen, würde das ja bedeuten, wir müssten versuchen, mit dem Dichtband über diesen Randdämmstreifen zu kleben und wie wir das in der Ecke zum Beispiel bei einer Dichtecke funktionieren soll. Also das ist handwerklich eine sehr große Herausforderung. Also man muss deutlich sagen, im Bad muss es einen Kompromiss geben zwischen dem Schallschutz und letzten Endes der Abdichtung. Hier hat die Abdichtung die Priorität. Wir schneiden deshalb den Randdämmstreifen, bevor wir das Dichtband kleben, ab. In der Praxis ist es so, dass die Beweglichkeit in diesem Bereich immer noch ausreicht und ein ausreichender Schallschutz gegeben ist. Hat es bis jetzt keine Untersuchung gegeben, die eklatante Mängel dort zutage gebracht haben. Wenn es einen Mörtelstreifen gibt, der dort letzten Endes eine Rolle spielt, der irgendwo bei der Verfugung oder bei der Verlegung natürlich mit reingedrückt worden ist, ist das natürlich wesentlich schlimmer. Und also da deswegen, sollten wir mal darauf hinweisen, wir müssen natürlich bei dieser Verlegung ohne Rand im Streifen dann besonders sorgfältig bei der Verlegung sein, dass wir nicht irgendwo eine Mörtelbrücke und damit eine Einspannung bauen. Die ist dann natürlich tödlich. Ja. So, was hatten wir noch? Ja, kam die Frage von der Belegreife. Wir müssen ja mal eine Ausgleichsschicht machen. Können wir denn die Ausgleichsschicht wenigstens schon ein bisschen früher machen, damit wir vielleicht Zeit sparen oder wie auch immer? Also unsere Antwort darauf ist ganz eindeutig erstmal nein. Wir empfehlen das Aufbringen der Ausgleichsschichten auf Estrichen erst dann, wenn die Belegreife gegeben ist. Da gibt es verschiedene Punkte, die eine Rolle spielen. Einer wäre
als Allerwichtigstes, okay, wenn ich eine Ausgleichsschicht oben drauf packe, behindere ich ja das weitere Trocknen. Also werde ich natürlich die Belegreife für den Belag noch weiter nach hinten schieben. Beim Calciumsulfat habe ich das Problem, erhöhte Restfeuchte im Estrich, Ausgleichsschicht obendrauf, führt dazu, dass diese Restfeuchte sich unterhalb der Ausgleichsschicht sammelt und dann letzten Endes zur Ablösung der Ausgleichsschicht führen kann. Und wenn ich eine Spezialgrundierung wie Epoxygrundierung dazwischen geschaltet habe, dann wird sich halt die Epoxygrundierung vom Untergrund mit der Spachtelmasse lösen. Und beim Zementestrich, ja, wir bringen das Material zu einem Zeitpunkt auf, wenn der Estrich sich letzten Endes noch konkav verschüsselt, also in den Ecken aufstellt. Jetzt bringen wir die Ausgleichsmasse drauf, behindern die weitere Trocknung. Wir haben außerdem vielleicht eine größere Schichtdicke von, ja, beim Fliesenlegerbereich häufig von 10 Millimetern aufgebracht. Und was bedeutet das? Wir haben eine starre Schicht oben drauf zu legen. Und da kippt die gesamte Verformung wieder um in eine konvexe Verformung, die eigentlich erst dann zutage treten würde, wenn wir einen Belag auflegen würden. Also es gibt verschiedene Punkte, Finger davon. Ausgleichsschicht dann, wenn der Estrich belegreif ist. Ja, vielleicht noch die letzte Geschichte war das mit den Fugen. Fugen hatten wir angesprochen, ein paar Regelgrößen dafür. Hier kam die Frage, was machen wir denn in so einem Autohaus, wenn größere Felder sind, große Fensterfronten sind. Wir hatten da mal was von Feldbegrenzungsfugen gehört. Muss man die nicht eventuell auch berücksichtigen? Nun, bei Zementestrichen haben wir ja eine Regellänge von 8 Metern. Da ist das normalerweise nicht notwendig. Aber bei Calciumsulfat-Estrichen habe ich ja gerade auch im unbeheizten Bereich Flächengrößen bis zu 200 Quadratmetern, die möglich sind. Und da sollte ich, gerade wenn auch Fensterfronten zum Beispiel eine Rolle spielen, durchaus Feldbegrenzungsfugen mit ins Auge fassen. Und es gibt dort keine Regel, die festlegt, wie groß die Felder sein müssen. Aber man kann sich dort auch gerne an den Größenordnungen des Zementestriches orientieren, also 8 Meter Feldlänge, und dann im Belag zusätzliche Feldbegrenzungsfugen anlegen, die jetzt über die Fugen im Untergrund hinausgehen. Ja, das waren vielleicht noch die wichtigsten Fragestellungen, die sich hier nochmal im Chat ergeben haben. Ja, dann sage ich aus meiner Sicht, vielen Dank, dass Sie an diesem Seminar teilgenommen haben. Vielleicht schauen Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, und dann wünsche ich noch einen schönen Abend und würde mich dann verabschieden. Tschüss. Ja, danke, Detlef. Ich hätte jetzt fast gesagt, vielen Dank, dass Sie mit uns geflogen sind. Also ich bedanke mich auch nochmal an Ihrem Interesse, dass Sie unser Seminar gewählt haben. Es ist so, ich möchte Sie bitten, wir haben im Anschluss bei Ihnen automatisch nochmal ein Fenster auf mit einem Fragebogen. Ihre Meinung interessiert uns. Geben Sie an, ob es Ihnen gefallen hat, ob nicht gefallen hat, damit wir also auch wissen, was wir ändern können. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass unsere weiteren Veranstaltungen, die wir geplant haben, auf unserer Internetseite auch zu finden sind. Und hier also unter www.mapai.de/Veranstaltungen finden Sie also Hinweise auf weitere Veranstaltungen. Wir haben vieles in der Vorbereitung, wo wir Ihnen also entsprechende Online-Seminare hier auch mit anbieten möchten. Ansonsten bleibt mir nur, Ihnen nochmal Danke zu sagen. Bleiben Sie gesund. Das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit. Und wir wünschen Ihnen natürlich auch schon, Weihnachten ist an. Wir haben den ersten Advent, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch, wenn wir uns nicht vorher beim anderen Seminar nochmal sehen. Also auf Wiedersehen und danke.